Willkommen zu 100 Rooms of Enemies, ein ROM-Hack von Super Mario World, von Daiso D1 und Melon Pizza. Da unten sieht man auch nochmal die Abkürzung von ihm, DDW. Lasst uns zuerst einmal etwas über diesen Hack sagen. Also mal die Story. Basic Plot. Yoshi has challenged Mario to go to the 100th Floor Mountain, where Mario has to get as far as he can to win. Vielleicht kennt ihr ja von den alten Paper Mario Spielen, den guten Paper Mario Spielen, die Grube der 100 Prüfungen, wo es darum geht, 100 Enemy Boss Rush, so heißt das Level, wo es darum geht, so viel wie möglich Gegner zu besiegen, um immer eine Etage tiefer zu kommen. Nun, genau dieses System hat der, haben die Entwickler hier für Mario World gemacht. In diesem ROM-Hack. Es geht darum, man hat 100 Räume und in den meisten davon muss man alle Gegner besiegen, um zum nächsten zu kommen. Es gibt auch, ich weiß gar nicht, wann das hier so ist, in originalen Paper Mario war es alle 10 Räume, so ein Verschnaufpausenraum, wo man dann hier Pilze kriegt. Könnte aber hier auch alle 20 Räume sein, weil die Räume gehen hier sehr schnell. Aber ja, mal schauen, wie weit wir kommen werden in unseren 20 Minuten, wie wir immer aufnehmen. Aber bisher sieht ja alles gut aus. Ist ja auch erstmal der Anfang. Genau, das ist ein sogenannter One-Level-Hack. Also ein Hack, der nur dieses eine Level besitzt. Aber er hat auch mehrere Modi. Zum Beispiel den Modi, den wir jetzt gerade spielen. Ich habe keine Ahnung, wie man die anderen spielt, aber ich glaube erst, wenn man das Spiel einmal durch hat. Das ist der Arcade-Modus. Wo man, wie man oben links sehen kann, Credits hat. Die 5. Und dann jedes Mal, wenn wir besiegt werden, können wir dann einen Credit nehmen, um wieder von der gleichen Etage zu spielen. Aber auch nur ein kleiner Mal. Genau. Und der andere ist der Do-or-Die-Modus. Und bei diesem Modus geht es halt darum, wenn du einmal weg bist, bist du weg. Dann darfst du die komplette Grube nochmal machen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus. Etage 12 und noch kein Verschnaufpausenraum, okay. Der Raum sieht sehr überladen aus. Ah ja, und noch eine andere Änderung. Wenn man den Pilz einsetzt, also... Das hätte ich nicht tun sollen. Wenn man das Reserven-Item einsetzt, wie gerade eben der Pilz, teleportiert er sich gleich in die Richtung, wo man steht. Das heißt, er fällt nicht mehr langsam und man muss ihn dann auffangen. Nein, der fällt gleich in deine Hände. So, jetzt Vorsicht vor den Chucks. Chucks sind sehr gefährlich. Wie ist denn jetzt mit meinem Spin-Jump abgebrochen worden? Oder habe ich dann einen halben Wall-Jump gemacht und bin runtergefallen. Jetzt hat sich der eine Chuck gleich in 3 gespaltet. Nicht sehr gut, aber wenn wir so hier was bei jedem Chucks machen, dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus, wollte ich sagen. Aber die springen weg, die sind schlau. Das ist ganz schlicht. Komm schon. So, sehr gut. Okay. Diese komischen Baseball-Chucks. Die können nur 2 Baseball werfen und müssen dann eine kurze Pause machen. So, sehr gut. Raum 18? 18. Hilfe. 3, 4, 5, 6. Bitte, die werfen 6 Baseballs auf einmal. Hilfe. Ach ja, und die können ja noch springen, natürlich. Boah. Sah gefährlich aus, aber wir haben es ohne einen Treffer durchgestanden. Sehr gut. Raum 19. Einfach ein Raum, der überladen mit Schatz ist. Vorsicht, denn wir sind klein. Und haben fast keinen Chucks, worauf wir bouncen können hier. Boah. Wie erschreckend schnell die springen. Ah ja, und ich habe es noch gar nicht erwähnt, es gibt auch in manchen Räumen
Oh, ist das knapp hier. Bosse. Starke und auch alle Custom-Bosse. Ja. Raum 20 ist eine Verschnaufpause. Das ist sehr gut. Aber wir machen noch keine Verschnaufpause, denn wir sind erstmal bei 5 Minuten. Also gehen wir weiter. In Raum 20. Wo wir Koopas in den Abgrund stürzen müssen. Okay, jetzt wird das Ganze schon etwas mehr plattformpanisch. Der Heck ist auch, ja, wie soll ich sagen? Es gibt schon schwere Räume. Es gibt schon sehr schwere Räume. Ha. Das war sehr gut. Euren eigenen Freund besiegt. Das ist sehr, sehr gut. Okay, was ist jetzt? Kriegt er sich selbst? Yep. Oh, Hilfe, die springen. Springen die Chucks. Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Cooper Shell irgendwie holen. Sehr gut. Also warte uns nun Monty. Monty Maulwürfe. Das sind auch süße Gegner. Können aber auch wegen ihrem komischen Laufen sehr nervig werden. Okay. Nicht zuletzt in einem gewissen anderen ROM-Hack. Precision 86. Ach, Precision 86. Wo es ein Level gibt, was ich sowieso nicht mag. Die tödlichen Nasen. Das dreht sich komplett um diese riesen Monty-Maulwürfe. Aber gut, dass wir das gerade nicht spielen. Hilfe. Das meinte ich. Da sind dann die, die so kontrolllos rumrennen. Und dann wirft da hinten noch so ein Chuck irgendwelche Baseball. Und dann kann man gar nichts mehr machen. Oder die fallen vom Himmel. Das ist genauso schlimm. Aber solange wir hier nicht mit auf den drauf müssen. Ja, toll. So ähnlich wie mit der. So, was haben wir hier? Bei solchen. Ah, was? Oh. Bei solchen riesigen Lücken, da denke ich immer, dass da so ein Kaiserblock auf einen wartet und dann spielt man direkt mehr. Chuck Gates, auch toll. So. Das ist halt, man weiß nie, wann die springen. Okay, retry. Und ohne Pilz muss man retryen. Kann ich dich einfach in den Abgrund stürzen? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann das gleiche mit dir. Komm hier rüber. Komm, komm. Sehr gut. Boah. Sehr gut. Boah. Also diese Chuck-Räume, das sind bisher die schlimmsten. Okay, riesig hochspringende Paracoopers. Aber die sind kein Problem. Chucks mit diesen Blöcken. Was? Ich dachte, ich hätte die jetzt alle abbauen müssen. Hätte ich nämlich sowas hier machen müssen. Okay. Kann ich euch nur besiegen, indem ich euch in die Lava lasse? Oh, okay. Aber ein Block reicht schon. Geht hier wohl nicht. So, jetzt. Ach, oder so. So geht's auch. Den Shell. Zum Streichen. Und dann runter. Sehr gut. Ja? Okay. Die drehenden Blöcke haben als... Oh. Die drehenden Blöcke haben als Sprites gezählt und deswegen musste man warten, bis die weg sind. Oh, Hilfe. Wie schnell hat der sich denn bewegt? Alles klar. Fällst du ihn jetzt runter? Nein. Ist für jeden das eigene Tor öffnen. Okay, das ist auch mal ein interessanter Raum. Und reicht das? Nein.
Irgendwie muss immer der linke Block weg sein, damit die durchfliegen. Ich verstehe das irgendwie. Und jetzt du noch. Sehr gut. Sehr gut, Raum 40. Das heißt Verschnaufspause, oder? Ja, genau. Das ist sehr gut, denn jetzt kriegen wir endlich wieder Pilze. Lang genug haben wir ohne Pilze leben müssen. So, aber es wird immer schwieriger. Denn jetzt seht ihr ja schon. Man sehr, sehr aufpassen. Okay. Nur Bosse haben wir noch keinen einzigen gesehen. Aber ich glaube, die kommen erst in 50 und Raum 100. Ich bin mir da nicht sicher. Kann auch ein Underhack sein. Kann auch ein Underhack gewesen sein, den ich meinte. Aber es gibt doch eigentlich nur den einen 100-Etagen-Hack. Mal schauen. Okay, was ist jetzt los? Also. Die Fenster müssen aufgebaut sein, damit die Koopas nicht runterfallen. Ich wäre fast in das Fenster gesprungen und dadurch besiegt. Hä? Die sind solid? Ich weiß gerade nicht, was an denen solid ist und was nicht. Oh, na toll. Oh, die rufen. Die haben gar keinen Fall rufen lassen, weil sonst, glaube ich, diese gleitenden Koopas kommen. Hm. Komme ich denn jetzt da hoch? Okay, ich kann es auch so machen. So. Nicht rufen. Sehr gut. Sonst wird der halbe Bildschirm mit diesem. Ups. Nein! Oh. Ja, gut. Ich hätte vielleicht eventuell darauf achten sollen, dass der Boden aus Eis besteht. Oh, mein Reserve-Item bleibt. Ja. Oh, Hilfe. Ist das schlimm. Das ist ja wirklich grausam, dieses Eis. Gegen diesen Lakitus auch. Kommt ihr auch raus, wenn ich daneben stehe? Nein. Sehr gut. Das wird immer schwieriger. Okay, die Lakitus, die stören wirklich. Und weg. Hm, na toll, ist das Eis? Bei allem Blau muss ich jetzt auch sofort schauen, ob das Eis ist. Sonst passiert das Gleiche und ich rutsche. Aber wie sehr ist der bitte gerutscht? Ich habe einmal kurz links betätigt und dann ist es sofort weg. Rutsch, Traum 49, da ist Mauser. Das meinte ich. Es gibt Bosse, Custom-Bosse. Und Mauser besiegen wir so wie in Mario Bros. 2. Er wirft Bomben auf uns und wir müssen diese Bomben auf ihn zurückwerfen. Um ihn in die Luft zu jagen. Doch irgendwie dauern die Bomben ein bisschen. Ah, besiegt. Sehr gut. Sehr gut. Mauser ohne Treffer überlebt. Oh. Raum 50 gibt uns Feuerblumen. Verschnaufspausenraum mit Feuerblumen. Das ist ja sehr gut. Denn jetzt können wir unsere ganzen Gegner mit Feuerblumen besiegen. Wir müssen halt aufpassen. Dass wir sie nicht verlieren. Ja gut, bringt uns halt ein bisschen wenig, wenn dann alle Gegner auf einmal Steinblöcke werden. Hilfe, wie soll man das machen? Okay, bei dem ist es leicht. So. Was tue ich hier eigentlich? Was mache ich eigentlich? Okay. Ist ja soweit leicht. Ich nehme trotzdem die Feuerblume, selbst wenn ich sie verliere. Das ist mir zu riskant. So. Aber halt, wenn ich ihn jetzt runterhole, also einen Block greife. Oh, oder so. Perfekt.
brauchen wir denn diesen Raum? Hilfe? Was ist denn mit dem Steinblock los? Vor allem, was bewacht der da? Ein Hund! Kleiner Pixelhund. Oh, Hilfe! Hilfe! Schnell zurück. Oh, Gott sei Dank. Geh kaputt. Geh kaputt, du Block. So. Tschack. Dich kann ich mit der Feuerblume sehen. Okay, wie mach ich's mit dir? Ich bin auf mich jetzt so lange ab, bis du kommst. Boah. Wieso sind die denn bitte so schnell, diese Steinblöcke? Und Eis, oder? Ja, Eis. Und Segen. Einfach. Na toll, das war's mit der Feuerblume. Einfach P-Switch aktivieren. Auch ein bisschen Indikatoren, wann wer was macht, wäre auch nicht schlecht. Okay, Buß. Das ist leicht. Dann sind wir wohl im Geisterhaus da. Was ist jetzt los? Hallo, hallo? Upsi. Ich wollte schon sagen, wie soll ich den Mond bitte kriegen jetzt? Hängt mit er in der Luft. Okay. Schnell hier hoch. Sehr gut, ich bin zu groß. Und jetzt die Münze. Perfekt. Okay, was macht der? Hi. Oh nein. Geht weg. Ich will nicht Hallo zu euch sagen. Okay, bin ich ja sicher? Es scheint, dass ich hier sicher bin. Perfekt. So. Was jetzt? Einfach drücken. Och, diese Buhu-Ringe. Also, es sind ja keine Ringe, es sind. Was auch immer das ist. Okay, perfekt. Nicht perfekt, absolut nicht perfekt. Wie kriege ich die Münze? Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich würde sagen, oh, perfekt. Ich würde gerade sagen, im nächsten Verschnaufpausenraum hören wir erst einmal auf. Wir müssen jetzt Etage 60 sein. Und höchstwahrscheinlich kommen die Wassergegner als nächstes. Etage 60. Im nächsten Teil werden wir höchstwahrscheinlich den Arcade-Modus durchspielen. Dann werden wir mit unseren 2 Credits noch überleben. Und dann den Do-or-Die-Modus beginnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Ciao.